Unter dem Motto Tafeln im Bregenzer Wald laden vom Mai bis Juli verschiedene Köche und Köchinnen aus dem Bregenzer Wald zu fünfgängigen Menüs in einer exklusiven Runde. Gespeist wird an einem besonderen Platz im Bregenzer Wald. Wir waren zu Gast, als die Schwanenköchinnen vom Biohotel Schwanen in Bietzau am 10. Juli dieses Jahres auf der Zennhütten in Bietzau auftischten. Wild- und Biermenü. Nach einem kurzen Spaziergang wurden die Gäste von der Familie Moosbrugger und Team vor der Zennhütten in Bietzau herzlich empfangen und mit Aperitif und kleinen Gusto-Häppchen verwöhnt. Natur pur. Umgeben von saftigen Wiesen und einer wunderschönen Berglandschaft konnten sich die Gäste an der feierlich gedeckten Tafel auf einen Augen- und Gaumenschmaus der besonderen Art erfreuen. So lecker klingende Gerichte wie Hirschcarpaccio und schwarze Johannisbeeren, Wildburger mit Preiselbeeren und Wildkräutern, Waldsuppe mit Steinpilzkrapfen, Shortribs und Rücken vom Reh, dazu Kartoffel- und Wurzelgemüse und zum Abschluss Wildkleeeis und Joghurt brachten so manch verwöhnten Gaumen zum Singen. Hotelier und Gastgeber Emanuel Moosbrugger vom Biohotel Schwanen in Bietzau, ausgebildeter Restaurant- und Hotelfachmann, Wein- und Biersommelier, verwöhnte die Gäste mit exklusiven Biersorten aus allen Herren Ländern. Dazu stand er für die interessierten Gäste Rede und Antwort und gab Einblick über die verschiedenen Biersorten, die bei uns im Normalfall nicht so leicht zu finden sind und mit ihrem teilweise sehr exotischen Geschmack zu begeistern wussten. Ja, das ist der Kona Longboard, das ist der Island Lager aus Hawaii. Lager untergäriges Bier, also ganzes leichtes, frisches zum Beginnen. Hitachino, Red Rice, Nestelke. Dann haben wir Berliner Weißecke, 2013. Interessant ist auch, dass es mindestens 20 Jahre haltbar ist. Das ist bei einem Bier auch sehr ungewöhnlich eigentlich. Das ist amerikanisch, Flying Dog Brewery, Snake Dog IPA. Also das ist ein anderer Stil Bier, das ist IPA, India Pale Ale. Das ist jetzt ein Ale vom Stil her. Aber das India Pale hat man früher für die Verschiffung nach Indien eigentlich gemacht. Drum höherem Alkoholgehalt, höherem Hopfengehalt. Oh, das macht es ein bisschen bitterer. Das ist ein ganz interessanter Geschmack, Maracuja, Grapefruit und ein speziell kräftiges Bier. 7% oder so. Yeah. Rehrücken und Reh-Shortrip gesehen, immer Robustus bei der Riegele Braumanufaktur. Das ist jetzt ein Porter, englischer Porter Style. Vom Deutschen aber, Augsburg. Also da gibt es mehr Kaffee, Röstaromen, einfach ein bisschen ein ganz cremiger Jum. Und am Schluss haben wir das Gösicke. Mozu Beat. Das ist plötzlich ein Tod, heißt das. Und ganz ein anderer Stil, wie wir gerade alles säuerliche mehr. Also ein Göse oder ein Lambic, das ist ein Bier, das da wird ein junges Bier zu einem älteren dazugegeben. Das heißt, die Hefe von dem Bier, die aber nicht nur Freude für Augen und Gaumen, sondern auch für die Gehörgänge. Die Jessler-Partie unterhielt die Gäste über den Abend hinweg, gekonnt, dosiert mit perlender volkstümlicher Musik. Eine perfekte Symbiose von gutem Essen, Trinken und Unterhaltung inmitten einer atemberaubenden Landschaft. Ein gelungener Abend, eine gelungene Veranstaltung, rundum zufriedene Gäste, was will man mehr? Herr Moosbrugger, Tafeln im Bregenzer Wald beruht ja auf einer Initiative des Bregenzer Waldtourismus. Was hat Sie als Hotelbetreiber des Biohotel Schwanen in Bietzau dazu bewogen, bei dieser Veranstaltungsserie mitzumachen? Mir hat einfach die ganze Idee gefallen, mal was außerhalb von unserem Hotel zu machen und auch was Neues auszuprobieren und was anderes machen wir, damit es nicht langweilig wird. Worin sehen Sie den Nutzen dieser Veranstaltungsserie für Ihren Hotelbetrieb bzw. auch für den Bregenzer Wald?
Ja, ich glaube, da ist viel, sind viele interessante Sachen dabei für unser Hotel und für den Bregenzer Wald und für den Tourismus im Bregenzer Wald. Ich glaube, jeder, der da mitmacht, muss sich was Neues überlegen. Und ich finde, es gibt immer wieder einen neuen Impuls. Und ja, der eine oder andere wird das aufgreifen. Ich habe zum Beispiel das Bier auch zuerst im Hotel langsam angefangen, habe aber das letztes Jahr schon gemacht, das Wildenbier. Und jetzt natürlich verstärkt im Hotel auch. Gekocht wird ja hauptsächlich mit regionalen Produkten. Gesundheitsbewusst und natürlich gut für die ganzen Biobauern aus der nahen Umgebung. Worin sehen Sie den Vorteil, mit Zulieferern aus der nahen Umgebung zusammenarbeiten zu können? Da gibt es ein paar ganz wichtige Vorteile für mich. Erstens kenne ich die Bauern persönlich. Ich weiß, was auf dem Bauernhof passiert. Zweitens stärke ich die Region. Ich stärke die Bauern aus der Region. Das ist ja ganz wichtig für uns. Die Landwirtschaft und der Tourismus, obwohl es viele nicht glauben, hängt ja sehr stark zusammen oder ist voneinander abhängig. Ja. Und dann ist mir eigentlich auch wichtig, dass ich regionale Produkte anbiete, weil das hat den kürzesten Anfahrtsweg. Also sie sind gleich bei uns um die Ecke und wir kochen ja sehr saisonal und regional. Das ist einfach key. Das ist dem Gast außerordentlich wichtig, wenn er darauf vertrauen kann, dass die Produkte auch wirklich von mir sind. Für die Gäste heute sicherlich eine gute Gelegenheit, um hier Natur und gutes Essen inmitten einer wunderbaren Landschaft und tollem Ambiente genießen zu können. Dürfen sich die Gäste auch nächstes Jahr wieder auf solch eine Veranstaltung freuen? Beziehungsweise sind sie mit dem Biohotel Schwanen wieder als Gastgeber dabei? Klar, natürlich. Was es genau sein wird, weiß ich noch nicht. Ja. Aber wir sind ganz sicher wieder dabei. Herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich danke auch. Danke. Im Bregenzer Wald.